Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bei mir ist Tore. Wer Tore noch nicht kennt, der schaut mal oben. Da habe ich das Video verlinkt, wo wir bei dir waren mit der PV-Anlage und der Ladestation. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es um die Enyaqs hinter uns. Denn du bist stolzer Besitzer eines iV60, richtig? Und netterweise wurde mir von Skoda Deutschland ein iV80 zur Verfügung gestellt. Und wir haben uns gedacht, wir schauen uns einfach mal den direkten Reichweitenunterschied zwischen den zwei Modellen an, oder? Ja, es geht ja auch um 5.100 € Unterschied im Konfigurator. Braucht man diesen wirklich diesen größeren Akku? Und da wollen wir heute mal auf einer topologisch neutralen Runde gucken, wie groß ist dort der Unterschied. Ja, super. Wenn euch das interessiert, wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Wir fahren jetzt erstmal nach Wittstock-Dosse, Rastplatz oder Autohof Herzsprung. Das sind 114 Kilometer von hier aus. Und dann werden wir diese Strecke auch wieder zurückfahren. Bei mir am Steuer ist der liebe Marc, treuer Zuschauer unseres Kanals, der unbedingt mal den Skoda Probe fahren wollte. Und ich meine, was bietet sich Besseres an, als dann direkt den Vergleich zu fahren. Wir werden im Normalmodus 130 maximal fahren. Ne? Also vielleicht auch mal kurz zum Überholen oder sowas. Aber ansonsten werden wir so 130 fahren als normale Mittelgeschwindigkeit. Ja, genau, außer es ist 100, dann ist es richtig. Dann fährt man nur 100. Und uns live zugeschaltet ist der Tore. Hallo Tore. Hallo, ich winke in die Kamera. Kannst du reinschneiden? Ja, Tore hat mir sich auch eine Kamera zu laufen. Wir sind jetzt gerade frisch rauf, wir fahren auf die Autobahn. Wie viel Reichweite hast du noch? 222. Wenn ich nicht Auto fahren würde, müsste ich einen Schnaps trinken. Wir haben 288 Kilometer, die er uns anzeigt. Also ist jetzt erstmal nicht so groß der Unterschied, oder? So von der Anzeige her. Und wir haben aktuell 3,5 Grad. Ein Winterreichweitentest. Wir sind weiter vorne, wir hier sind 3 Grad. Das ist richtig, sollte auch weiter im Süden. Ja, windig ist es heute aber auf jeden Fall. Also wir haben, ich kann mal kurz gucken. Jetzt haben wir Rückenwind, glaube ich. Jetzt müssten wir Rückenwind haben. Wir haben aber heute Wind mit einer Stärke von 40 Stundenkilometern. Also deswegen fahren wir ja auch einmal hin und einmal zurück, damit im Idealfall vielleicht einmal der Wind von vorne und einmal von hinten kommt. Tore, magst du mal was singen? Nein. Wo bist denn du eigentlich, Tore? Ich sehe dich nicht mehr. Hinter dir. Hinter dir. Bist du so dicht hinter uns, dass ich dich im Rückspiegel nicht sehen kann? Nein, aber ich glaube, du solltest einen Termin mit dem Optiker machen. Da hinten, da der kleine leuchtende Punkt, das ist der Tore. Da hinten, da. Ja, aber ich sehe, aber da kommt noch ein anderer kleiner leuchtender Punkt und der schießt sich gerade auf der linken Spur nach vorne. Da ich kurz hinter der Erdkrümmung. Seht ihr das? Aber Marc ist doch schneller, als ich gedacht habe. Ja, siehst du? Ich fahre 130. Tore fährt im Standgas. Ich auch, aber ich habe ja hier. Ich habe hier so ein. Warte, ich muss mal kurz. Tu kurz was gegen die Regeln. Ich habe hier so ein Jeep neben mir, der mich mit 131 km/h überholen wird. Den LKW nicht abgedrängt. Oh, nee, ne? Tore hängt jetzt gerade hinter uns, hat sich ein LKW gerade reingeschoben. Tore hängt jetzt hinter dem LKW fest. Auch noch bergauf. Dafür hängen wir gleich hinter dem nächsten LKW. Ich komme wieder ran. Okay. Ich komme wieder da rein. Alles gut. Übrigens noch 195 Kilometer im Akku, 31 gefahren, 26,4 Durchschnitt. 32 gefahren, 254 noch im Akku. Und Durchschnitt? Durchschnitt 28,9. Boah, ihr fahrt mit über 2 Kilowattstunden mehr auf. Ne? Naja, aber wie ist denn deine Durchschnittsgeschwindigkeit? 104. Uns ist 106. Na gut. Mein Durchschnitt. Sehr angenehmes Reiseauto. Ja, ne? Ja, richtig schön. So muss ein Auto sein. Wir haben jetzt gedreht am Autohof Herzsprung. Keiner von uns hat geladen. Tore fährt da vorne vor uns. Und wir haben, wir sagen mal kurz an, im iV80 115 Kilometer gefahren. Durchschnittsverbrauch 28,2 Kilowattstunden mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 112 km/h. Tore,
Wie sieht es bei dir aus? Ich habe auch 100, warte mal, abladen, 112 km/h bei 26,2 Kilowattstunden und ich habe noch eine Restkapazität von 45%, da ich ja den kleinen Akku habe. Wir haben noch eine Restkapazität von 57%, das heißt, wir kommen wahrscheinlich auf jeden Fall zurück nach Wittenburg bei Tore. Mal gucken, ob er vielleicht vorher irgendwo abdrehen muss oder so. Aber interessant ist, dass, obwohl wir weiterkommen, permanent 2 Kilowattstunden mehr Verbrauch haben. Konstant von Anfang an. Also kann man jetzt nicht mal sagen, du hättest jetzt mehr beschleunigt oder sonst irgendwas. Wir fahren beide mit dem Tempomaten 130. Tores Ivy 60 ist 110 Kilo leichter als unser Ivy 80. Und 110 Kilo allein werden es nicht sein, sondern es wird sicherlich auch diese geringere Spannung oder Leistungsfähigkeit des Motors sein, denn der Ivy 60 verfügt über 180 PS, wir über 204 PS. Aber wenn er erstmal rollt, glaube ich, hat das mit einer Person mehr nichts zu tun. Also wenn jetzt hier 4 Personen drin sitzen würden, okay. Aber... Ja, du wiegst ja nur 75 Kilo. Klar. Und dann habe ich ja auch noch einen Sportliner. Ich bin ja schnittiger. Der Wind pfeift förmlich an dem schwarz umrandeten Grill einfach viel besser vorbei als an Chrom. Bei Chrom guckt der Wind sich immer noch mal um und sagt, oh, ist aber schön glänzend, hör mal. Aber jetzt ernsthaft, ich habe Aerofelgen drauf. Das könnte schon ein bisschen auch was ausmachen. Ja. Das könnte schon eher sein. Ich habe noch eine Restkapazität von 23% nach gefahrenen 153 Kilometern. Wir haben 40%, also noch 17% mehr. So, wir haben uns gerade gewundert, warum unser Ziel plötzlich laut Navi-Anzeige im Cluster-Display in 21 Kilometern Entfernung ist, weil es eigentlich so der Ort ist, wo Tore runter muss mit seinem. Und haben mal gesehen, wir haben das Navi auf stumm gestellt, damit es uns jetzt hier nicht nervt. Jetzt hat uns automatisiert einen Ladestopp in Neustadt-Glewe spendiert, weil es dann doch sehr konservativ ist. Also ich finde es gut, dass er automatisch einen Ladestopp hinzufügt, ja, wenn du es nicht schaffst. Ich finde es auch gut, dass er dich darauf aufmerksam macht, wenn du die Sprache anhast und sagt, du wirst voraussichtlich dein Ziel nicht erreichen. Was mich aber nervt, ist, wenn ich das jetzt mehrfach habe durchgehen lassen und wegen mir auch eine Warnung quittiert habe. Wir haben 61 Kilometer bis zum Ziel und wir haben 87 Kilometer drin. Reicht. Das ist auf die Entfernung. Ich bin soweit, ich muss Sie kurz unterbrechen. 10%, ja? 177 Kilometer gefahren, 115 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit bei 27,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das sind so quasi die Werte vom Skoda Enyaq Ivy 60 und wir sind Stand jetzt noch bei 27%, also auch konstant 17% mehr. So, während Tore natürlich noch mal kurz nachladen muss, der wird natürlich schauen, dass er dann auch mit 10% am Lader ankommt, sodass wir dann von der Ladezeit her das Ganze vergleichen können, sind wir bis zum Ziel noch 5 Kilometer ungefähr. Aber jetzt bei 10% haben wir mit dem Skoda Enyaq Ivy 80 223 Kilometer geschafft, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 117 km/h und einem Durchschnittsverbrauch von 29,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Es ist echt kalt, aber alles für die Wissenschaft. Sehr frisch hier. Ja, und wir lassen mal die Ladekurve hier unten durchlaufen und bitte nicht wundern, wenn da irgendwelche Zahlen gerade durcheinander springen. Danke Aral Puls. Bei jedem von uns hat die Ladung jetzt viermal abgebrochen. Ja. Also aber bis 60%, 65% so ungefähr hat er normal durchgeladen. Und dann hat bei jedem von uns viermal hintereinander die Ladung abgebrochen. Ja, keine Ahnung warum. Vorhin hat er ohne Probleme durchgeladen. Ich muss aber eine Lanze brechen für Aralbus. Ja. Für den YouTuber unseres Vertrauens jetzt nicht so cool, aber ich muss sagen, als E-Mobilist, 6 Parkplätze ausgewiesen, Licht ist über uns, Wischwasser ist da. Im Sommer gibt es hier eine Sitzmöglichkeit, genau. Es gibt einen Mülleimer. Der Shop ist fußweit nicht viel weiter als bei den Ladesäulen. Also Aral Puls, super Job. Genau, bin ich ja eigentlich auch. Und ihr wisst ja, wie es ist. Also ich habe mit dem Enyaq und auch bei Aral bisher keine Probleme gehabt.
Das ist halt immer Murphy's Law, ne? Dann, wenn du es gerade mal aufzeichnen möchtest. So, und die jetzt schon mal unten geschaut haben, denen ist aufgefallen, dass sowohl der Ivy 60 als auch der Ivy 80 natürlich mit unterschiedlichen Ladeleistungen laden. Denn Ivy 60 lädt mit maximal 100 kW, der Ivy 80 mit 125 kW. Stand heute. Updates sind ja in Aussicht gestellt. Beim Ivy 60 hast du gesagt, da wurden schon Fahrzeuge ausgeliefert jetzt mit der neuen Software. Das heißt, mit 135 kW laden die in der Spitze. Beim Ivy 80 soll ja jetzt auch das Update kommt auf 175 kW, wenn ich da richtig informiert bin. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, ob das so passt. Aber Stand jetzt ist es so, dass sie beide natürlich unterschiedlich schnell laden und unterschiedliche Mengen, aber vom SOC-Stand her ziemlich gleich auf sind. Ne? Parallel, also wir konnten bis 60% durchladen circa, ja, bis wir den ersten Abbruch hatten. Und trotzdem, auch wenn wir wieder angesteckt haben, er war eigentlich immer so, dass sie nicht mehr als 1% Unterschied voneinander hatten. Ihr werdet es ja unten sehen. Also genau. Das ging relativ gut, sodass man sagen kann, trotz unterschiedlich großer Batterien, unterschiedlich großer Ladeleistung, der Anstieg des SOCs war parallel bei beiden. Ja. Das bedeutet, wir haben jetzt, wenn wir die Abbruchszeiten rausrechnen, ungefähr 36 Minuten gebraucht. Kann man so sagen, ja. Ne? Das bedeutet, ein Ladestopp von 10% auf 80% dauert bei beiden gleich, bleiben also die Stints. Und der erste Stint, also von 100% auf 10% runtergefahren, das bedeutet also 90% der nutzbaren Kapazität zu verwenden, hat bei dem Ivy 80 220 Kilometer ungefähr gebracht. Ja. Und beim Ivy 60? 177. Ja. Dabei muss man sagen, was uns aufgefallen ist, während wir uns ja die ganze Zeit haben abgleichen müssen. Ich verbrauche mit dem Ivy 60 2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer weniger. Das ist tatsächlich erstaunlich und es bleibt natürlich, es ist eine Spekulation, woran das jetzt liegen mag. Beide Modelle haben hier in unserem Test jetzt 19 Zöller und beide haben auch Winterreifen gerade drauf. Und ob es jetzt daran liegt, dass du Aero-Felgen hast oder dass der Ivy 60 110 Kilo leichter ist oder ob es daran liegen mag, dass der Ivy 60 nur 180 PS hat und somit sozusagen im höheren Lastbereich des Elektromotors liegt bei 130 und damit sozusagen effizienter fährt, weil er effizienter fährt, genau. Wie Herr Bloch das ja auch in seinen Videos erklärt hat, umso höher die Lastspitze ist, umso besser, umso effizienter wird der Elektromotor. Ne? Und das ist natürlich ganz klar, da ist ein 184 PS Motor zu einem 204 PS Motor einfach ein bisschen mehr gefordert. Genau, so. Und bleibt jetzt aber, wie gesagt, bei den Stints, wir haben es ja gerade schon gesagt, so 220, 222 waren es, sagen wir mal 220 zu 175 ja. Kilometer, kann man sich einfacher merken. Im Winter, wir haben gerade im Winter muckelige 2 Grad. Ja, genau, also, ist gerade ganz gemütlich. Ja. Ja, im Winter bleibt ein Unterschied von, im ersten Stint, 50 Kilometern, knapp, und im zweiten Stint wären es dann, rein rechnerisch, wenn man halt eben von 8 dann nur noch bis 80% lädt und dann wieder von 80 auf 10% runterfährt, wären es noch um die 40 Kilometer mehr Reichweite mit dem Ivy 80. Also wir haben so ein bisschen verglichen anhand der aktuellen Fahrzeiten, also und Fahrsituation. 195 Kilometer hätte Steve jetzt mit dem Ivy 80 im zweiten Stint geschafft, von 80 wieder los. Und ich wäre bei 155 gewesen und müsste dann wieder zur Ladesäule. Genau. Das heißt, da muss man natürlich für sich dann selber entscheiden, ob das der Mehrpreis für den Ivy 80 wert ist. Ne? Ob man das dann unbedingt haben möchte sozusagen. Genau. Weil 5.100 Euro Mehrpreis sind kein Pappenstiel. Und es kann natürlich aber auch interessant sein, nicht nur jetzt für denjenigen, der wirklich eine Langstrecke fährt, sondern für denjenigen, der vielleicht etwas weitere Strecken jeden Tag pendelt und sagt, ich möchte einfach vielleicht nicht jeden Tag laden. Dass er sagt, ich komme mit dem Ivy 80 vielleicht dann plötzlich 3 Tage hin, statt 2 Tage. Ja. Ne? Das kann natürlich auch ein Punkt sein, aber das sollte euch halt mal jetzt so einen kleinen Anhaltspunkt geben. Was ist denn das konkrete, reale Fenster sozusagen, was den Unterschied ausmacht zwischen diesen zwei Fahrzeugen? Ja, einfach mal genau beide Autos genommen und ja, ähnliche Ausstattung, ähnliche Reifengröße und einfach mal losgefahren. Also nicht nur am Reißbrett das Ganze versucht, sondern wir wollten heute mal zeigen, wie es in der Realität wirklich aussieht. Finde ich, ist ein annehmbarer Wert. Ist jetzt nichts, was irgendwie vielleicht ein IONIQ 5-Fahrer vom Hocker reißt, aber ich habe es ja in meinem Video allgemein zum Enyaq schon gesagt, er macht jetzt nichts
Außergewöhnliches. Aber das, was er macht, das macht er gut. Ja, und man muss auch ganz sagen, diese Werte, die wir heute ermittelt haben, sind sehr, sehr pessimistisch. Ne? Wir sind die ganze Zeit 130 gefahren. Also ja. Es war nicht Baustelle frei, Baustelle, sondern wirklich mal konstant 130. Ich habe es ja selber bei Urlaubsfahrten gemerkt, du bei deinen Fahrten, wenn du hier unterwegs bist, wenn man doch wieder in Baustellen gerät oder auf Landstraßen kommt, der Verbrauch geht ja runter. Und ja. Heute ging es mal wirklich... Das bei 2 Grad. Ja. Mir fliegen immer noch Füße ab. Das ist mein Schluss mal auf. Also so, du darfst jetzt mal zu Abos betteln. Also, wenn ihr weitere Videos sehen wollt und dem Steve mit seiner Arbeit unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da. Und natürlich auch für den Julian. Guckt gerne sonntags rein im Livestream mit den beiden ein bisschen klönen. Und ansonsten, Steve, ist es dein Video. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei dir, Tore, fürs Mitmachen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Und ja, schreibt uns unten eure Erfahrungen für Ihren Enyaq gerne in die Kommentare. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Also dann, mach's gut. Und wir gehen jetzt was Warmes trinken. Oh, auf.